Dein Kopf schaut so kleiner als mein. Im Vergleich mit deinem, glaube ich. Das ist wahrscheinlich die Sellbox. Eins, zwei, drei. Hallo, hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Hall von uns. Sollen wir das Mikrofon holen? Na, lass es so. Okay. Ohne Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört uns gut. Ja, aber das Mikrofon ist nochmal besser. Weil beim Vloggen hast du die Kamera näher. Also, nein, nein, ich stehe gar nicht. Ich stehe gar nicht. Ich kann Test, Test. Nee. Eins. Ja. Wie oft zählen wir dann bis eins? Okay, hallo eins, meine Lieben. Eins, eins. Hallo meine Lieben. Jetzt aber mit Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserem Food Hall. Ich hoffe, ihr könnt uns jetzt besser hören. Schreibt es in die Kommentare. Hört ihr uns? Nein, nein, ich finde, dass die Soundqualität schon ein bisschen besser ist mit Mikrofon. Deswegen haben wir es jetzt geholt. Egal, fangen wir gleich an. Wir waren vorhin einkaufen, Wochenendeinkauf. Und natürlich, wie immer, habt ihr euch das gewünscht, dass wir ein Food Hall machen. Ich habe nämlich eine Umfrage auf Instagram gemacht und sehr, sehr viele, über 90% haben dafür gestimmt. Also, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann folgt uns gerne. Mistiana Diamant und Dr. Anderlein Rotbart. Wir haben beim Hofer 180 Euro ausgegeben, beim Spar fast 60 Euro. Genau. Und beim Merkur, nein, ups. Heißt ja nicht mehr Merkur. Villa Plus. Villa Plus? What? Plus, nein. Villa Plus. Dort haben wir, das weißt du, 80 Euro. Also das heißt, der Einkauf insgesamt bei uns hat jetzt gekostet 360 Euro. 360 Euro? 300, oder? 180 plus 80 sind 240. Nein, 180 plus 80 sind 260. 8 und 8 ist 16. Achso, 260 plus 50 sind 310. Ja. Das ist fast so. Ich glaube 320. Ein bisschen was über 300 Euro. Aber der Saft. Zerwetschen. Wie sagen wir? Zerwetschen. Zerquetscht. Zerwetschen. Ich kann doch nicht Deutsch sprechen. Zerquetschte. 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 Also gut, 300 über. 310 Euro insgesamt. Bisschen drüber. Egal. 180 Euro beim Hofer, 60 Euro beim. Muss ich nochmal wiederholen. Haben wir schon gesagt, okay. Ich war nicht da. Auf jeden Fall haben wir knapp über 300 Euro ausgegeben. Das ist schon gut, zeig mal die Sachen jetzt. Fangen wir mit den Sachen beim Spar an. Wir haben beim Spar nämlich uns wieder Saft geholt in der Kiste. Warte, muss man die Kamera ein bisschen hindrehen? Nein, 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 wir heben die Flasche, weil die Kamera kann ich, dann muss ich ja wieder umstellen. Okay. Eins, zwei, drei. Eine also, Flasche. Eine Kiste Eistee vom Spar. Dann einmal Apfelsaft. Kiste, wie viele Kisten Apfelsaft? Zwei. Zwei Kisten, das ist 12 Flaschen Apfelsaft. Da haben wir schon angefangen, weil wir durstig waren. So lecker, mein Lieblingsapfelsaft. Der schmeckt so, so gut. Also, falls ihr aus Österreich seid, probiert den mal aus. Genau. Gibt es in Deutschland Spar? Müsst ihr sagen. Also eine Kiste mit 6 Flaschen vom Orangensaft. Das ist so ein frisch gepresster Orangensaft. Und der. Das trinkt der Party sehr gerne. Ja, ich auch. Aber auch selten, aber. Ist lecker. Auch. Mein Favorit. Radlberger Limonade. Genau, mit Himbeergeschmack. Das schmeckt irgendwie erfrischend, nicht zu süß, aber geschmackvoll. Das kann ich auch vom Apfelsaft sagen. Das ist genau dasselbe. Spar ist zu Ende. Jetzt kommen wir zu Merkur. Da haben wir Wasser gekauft, weil da gab es eine Aktion in. Eine Packung und eine Packung gratis. Genau, deswegen haben wir zwei genommen. Wir kaufen normalerweise unser Wasser immer eigentlich hier bei uns im Ort. Das ist so ein kleiner Laden, der hat Wasserflaschen. Genau. Flaschen, aber der hat heute zu, heute Samstag. Genau, deswegen haben wir gesagt, bis am Montag reichen uns mal die 12 Flaschen. Muss man durch. Genau. Wir haben unsere Lieblings-Kaffeemilch geholt. Wir nehmen immer diese Joja Mandel Barista. Die schäumt richtig, richtig gut und sie schmeckt echt lecker. Also ich kann mir vegan. Ja, und ich kann mir einen Kaffee ohne, also mit normaler Milch schon gar nicht mehr vorstellen. Ja, ich auch nicht. Wobei wir eh Milchreis und sowas essen, aber. Aber ist kein Kaffee. Ja, keine Ahnung, das ist angewöhnt. Dann, ich kann das nicht aussprechen. Dann haben wir für ein chinesisches Gericht Sambal Oelek gekauft. Ich weiß nicht, was das genau ist. Oelek. Es ist eine Chili-Paste. Aha. Auf jeden Fall, wir wollen chinesische Nudeln machen aus dem Thermomix und da ist dieses Rezept drin. Chinesische Nudeln mit Sambal Oelek und ja, deswegen haben wir gekauft. Ah ja, übrigens, wir haben uns diesmal wirklich eine Einkaufsliste geschrieben. Wir haben
in der Cookie Dough App vom Thermomix uns Rezepte rausgesucht, die wir kochen wollen. Und so kann ich nicht reden. Du musst mir zuhören. Hörst du überhaupt zu, was da redet? Ich weiß es, du hast Einkaufsliste geschrieben, also ich eigentlich. Nein, ich. Ich habe die Rezepte gemacht. Du hast nur geredet, ich sollte schreiben. Ich habe auch geschrieben, ich habe 3 Listen abgeschrieben. Au, mein Gott. Die Mama hat mich fertig gemacht. Wo ist das andere Miso-Pasta? Welche Miso? Tam Yum Yum. Ah. Dann für dasselbige Gericht haben wir auch diese Tomaten. Wie heißt das? Hör auf mich so anzuschauen, Papa. Das nervt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Dann red du und ich schau dich an, bitte. Augenmaße? Okay. Tom K. Suppenpasta. Dann haben wir noch von Bida Plus Tom K. Suppenpasta gekauft. Frag mich nicht, was das ist. Schaut lecker, kann ich nicht sagen aus. Also warte kurz, im Rezept stand Miso-Suppe drinnen. Miso-Paste. Haben wir nicht gefunden, deswegen haben wir einfach Tom K. Paste genommen. Das ist wie Karate. Tom K. Es ist eine Hähnchensuppe. Ja. Ach, das passt, egal. Werden wir dann schon sehen. Ist auf jeden Fall, wird schon passen. Genau, dann haben wir ein... Was ist das? Weißkraut. Ja, ein Weißkraut gekauft, auch für unser chinesische Nudelrezept. Dann auch chinesische Nudeln. Chinesische Nudeln. Niemand hat gesehen. Genau, und jetzt kann der Papa sein Ding zeigen. Was? So. Wir müssen doch den Food Hall machen. Ja. Es ist eine Comedy-Show. Voll. Comedy-Food Hall. So, wir haben einen Rinderfond gekauft. Schaut so aus, von der Marke Knorr. Knorr. Aber was ist das Rinderfond? Das ist so wie Suppen. Das ist so eine Suppe übergeblieben. Und dann wir kochen das, was von der Suppe übrig bleibt. So, ja, das ist von, man kann Fond eigentlich auch selber ankochen, aber das dauert, glaube ich, Stunden. Ja, muss man das kochen, okay. Knochen und diese. Ja, für ein Rezept haben wir uns jetzt dieses Rinderfond gekauft. Wir aber kochen eigentlich zum ersten Mal mit sowas. Ja, genau, ich habe noch nie Fond. Aber normalerweise machen wir alles selbst, aber sowas habe ich noch nie gekauft. Sollte eigentlich nicht schlecht sein, oder? Nein, genau. Das war die letzte Flasche, das heißt, die Leute hauen sich im Schädel oder sowas. So, dann haben wir noch Boxhandschuhe gekauft. Socken für den Patrick. Genau. Füßlinge, heißt das so? Also so. Fäuslinge. So Sneaker-Socks. Fäuslinge. Wisst ihr was? Der Papa hat die gekauft, weil der Patrick nimmt immer seine Socken, genau. Und der Papa hat nie kurze Socken. Ich habe im Sommer Wintersocken. Ja. Weil das sind die einzigen. Stimmt gar nicht. Es hat weil sind die einzigen Socken, die der Patrick nicht anzieht. Es sind, weißt du was? Du hast die meisten Socken in diesem Haus. Es hat niemand so eine große Sockenlade wie du. Ich habe eine Sockenphobie. Ja, wirklich. Hat er wirklich. Eine Sockenphobie. Dann hat der Papa Laugenbrezel gekauft, denn morgen ist Muttertag. Muttertag! Und ich habe mir das gewünscht, dass wir irgendwas mit Brezel essen. Genau. In der Früh zum Frühstücken. Da muss ich schnell in den Tiefkühl reingehen, weil sonst kann man die Brezel trinken. Alles klar. Ich habe Macaroni gekauft von der Marke Recheis. Ich brauche das auch für ein Rezept aus dem Thermomix. Ja, Macaroni einfach. Kokosraspeln, weil wir werden... Kokoseis machen, auch aus dem Thermomix. Also momentan bin ich total so im Thermomix-Fieber und ich habe mir so viele Rezepte rausgesucht, ich möchte alles ausprobieren, vor allem Eis, soll das richtig spannend sein mit dem Thermomix, deswegen, weil der Papa so gerne Kokoseis mag, Kokos. Dann brauchen wir fürs Kokoseis auch Kokosmilch, deswegen habe ich da so eine Dose mitgenommen. Dann ein Hummus, diesen Lieblingshummus, den wir immer nehmen mit diesen Pinienkernen und Satar, das ist so eine Gewürzmischung und hier klebt der Papa sehr, sehr gerne immer diese -25% Sticker rauf. Gespart! Wer kennt das nicht? Also die Österreicher sollten das kennen, es gibt immer diese Sticker, die werden immer zugeschickt und der Papa liebt es, diese rauf zu kleben. Natürlich. Für unser chinesisches Nudelrezept haben wir noch so Gewürzmischung mitgenommen, Kräuter nach asiatischer Art. Stand nämlich so im Rezept. Dann haben wir Kalamata schwarze Oliven. Ihr kennt die von uns, ich kaufe die öfters und die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Knabberstangen, die kaufen wir auch sehr, sehr oft. Wir nehmen die für die Kinder, für die Jausenbox. Da schneide ich denen so kleine, das sind so Salami-Stangen. Und da packe ich die in die Lunchbox rein. Die mögen das sehr, sehr gerne. Dann eine halbe Extrawurst. Rolle, wir haben Stange. Ja, auf jeden Fall von der Marke Radatz. Das ist, finde ich, der beste Extrawurst. Ja. Schmeckt den Kindern. Schmeckt wirklich bombastisch. Dann, morgen ist ja Muttertag und der Papa hat geplant, was zu backen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dazu gibt es dann extra ein Video und dafür hat er sich so Deko-Material gekauft, so Blüten. Damit ich nicht auf Trocken laufe, habe ich mir ein bisschen Bier gekauft. Wieselburger Bier. Gekauft. 0,0%. Also das ist neu.
Das ist angeblich seit weiß nicht, ein paar Monaten. Ach so, bei was? Und ich habe sie entdeckt, steht überall beim Bila Plus und beim Spar neu. Aha. Das schmeckt wirklich tatsächlich besser. Also tschüss, 0, Josef. Hallo Wieselburg. Genau. So, das war's jetzt mit Merkur. Genau. Da haben wir nämlich jetzt nicht so viele Sachen gekauft. Wir kaufen bei Merkur immer die Sachen, die wir beim Hofer und so nicht finden, so spezielle Sachen. Aber den Haupteinkauf immer beim Hofer, weil da geht, es kostet ja auch viel, viel günstiger, ne? Discounter. So, weil. Was machst du denn da? Karate. Hofer will nicht leben. Also, wie sollen Sie halten? Weiter geht's. Wir haben Tomaten gekauft beim Hofer für diverse Rezepte, die wir so jetzt kochen wollen. Brauchen wir Cherry-Tomaten, oder? Ja, das ist meistens ja mehr für meinen Salsa-Salat. Ich hau zwei Backen auf einmal rein. Ich hab gedacht, du hast auch viel Cherry-Tomaten. Ja, Cherry-Tomaten ist da. Ach so, okay. Das ist aber nur für mich. So Tomatensucht. Ja, auf jeden Fall. Viele Tomaten, wie sie. Genau. Und wisst ihr was? Dieser Mann ist Histaminintolerant. Das heißt, er dürfte gar keine Tomaten, aber juckt ihm gar nicht. Aber das sind mein Lieblingsgemüse. Oh. Das muss ich schon zugeben. Ja, stimmt, wirklich. Niemand zu viel Tomaten essen. Ja, auf jeden Fall haben wir auch Schere-Tomaten gekauft für ein Rezept. Rumänische Mund. Dafür. Frühlingszwiebel. Aber ja, richtig. Sehr, sehr intensiv. Nach Heimat. So. Dann Paprika, Spitze Paprika, hier in roter Variante. Dann haben wir auch Staudensellerie oder Stangensellerie, wie man sagen würde. Dann wollen wir heute grillen und deswegen haben wir Knoblauchbaguette gekauft. Dann hat die Luisa sich Fruchtzwerge mitgenommen, weil die war heute mit uns einkaufen. Dann habe ich für die Kinder für die Lunchbox auch so Weintrauben gekauft. Da gibt es so rote oder dunkle, wie sagt man? Schwarz. Ja, Rosé und weiße. Schwarze Trauben. Dann haben wir einmal 500 Gramm Faschiertes für dieses eine Rezept aus der Thermomix. Das mit Macaroni-Auflauf. Lecker, lecker. Freue ich mich schon drauf. Dann Landliebe Grießpudding. Die Kinder essen das total gerne. Deswegen kaufen wir dann immer wieder so, ja, zum Zwischendurch mal. Dann haben wir hier zweimal Hühnerfleisch. Einmal für, ich glaube, für unsere gebratenen chinesischen Nudeln und einmal für irgendein Rezept mit Reis. Hühnchen, Reis, Gemüsereis. Genau, mega. Hühnchen, Brust, Gemüsereis. Irgendwas so. Ich liebe die Rezepte aus dem Thermomix, weil die sind auf jeden Fall mal was ganz was anderes. Und man muss nicht wirklich viel machen. Also ja. Vorbereiten, reingeben, Knopf drücken, fertig. Genau, und die Sachen sind mal wieder was anderes. Also die Standardrezepte, die wir sonst immer kochen, hängen uns schon beim Hals raus. Deswegen. Der Thermomix bringt eine Abwechslung, frischen Wind rein. Dann haben wir Hühnerunterkeulen gekauft für heute zum Grillen für die Kinder, die essen gerne Hühnerfleisch. Dann Spare Ribs für die großen Kinder, die mögen nämlich gerne so Spare Ribs. Und das ist mein Liebling beim Grillen. Wenn wir grillen, kaufe ich immer das hier. Und zwar sind das so faschierte Leibchen an der Stange. Pikante faschierte Spieße. Schmecken wirklich nicht schlecht. Sehr, sehr lecker. Sind ein bisschen scharf, aber mega, mega gut. Also. Dann haben wir auch eine Butter gekauft. Dann für die Jause, für die Kinder, für die Schule, haben wir es einmal Salami oder zweimal sogar. Kantwurst bzw. Salami. Dann haben wir auch Toastschinken gekauft und, also das ist dreimal Toastschinken, oder? Und einmal Honig. Aha, und einmal Honigschinken. Dann haben wir auch Cornflakes gekauft. Ich kaufe die gerne beim Hofer, weil die Kinder, also den Kindern schmecken die sehr gerne. Ich kaufe da immer diese Lucky Crisp, die sage ich ja, das erzähle ich euch jedes Mal. Das sind diese Lion Fake oder Nachmache von Hofer. Und ja, wie gesagt, jeden Tag frühstücken die Kinder entweder sowas oder ein Butterbrot. Und die frühstücken halt immer und das muss irgendwie schnell gehen, deswegen ja. Und heute hat die Luisa auch mal was Neues ausgesucht und zwar diese Nougat Bits. Und die mag ich auch total gerne. Der Patrick isst ja auch gerne. Also ja, mal wieder was anderes, anstatt immer nur diese Lucky Crisp. Dann habe ich auch für ein Rezept, was ich dann kochen werde, auch aus dem Thermomix, diese Erbsen genommen. Es stand zwar im Rezept TK-Erbsen, aber ich finde TK-Erbsen nicht so gut, weil wenn man der die Packung aufmacht, dann frosteln die nach einer Zeit und dann ist es nicht mehr so. Mehr Eis im In der Tüte als im Kühlschrank. Deswegen mag ich das nicht. Deswegen habe ich das genommen. Und diese jungen kleinen Erbsen, die schmecken so lecker. Zeig ich euch. Man kann das einfach extra nur so fein. Lüften, oder? Genau, könnte man, wenn man wollen würde. Dann hat der Papa den Lieblingsjoghurt von sich und den Kindern gekauft. Das ist so ein. Mit zwei Geschmack. Was ist das für ein.
Also einmal, was ist das? Einmal Mango Pfirsich. Vanille Mango Pfirsich. Das ist so ein Joghurt, ein Naturjoghurt. Und du stehst zu weit vor der Kamera, Mr. Rotbart. Und da ist halt so eine Paste dabei. Ah, da ist die Michelle. Seht ihr, wenn wir Food Hall drehen, ist hier der Babysitter. Und einmal mit Himbeer-Vanille. Mein Kopf ist zu groß und da nimmt den ganzen Fokus drauf. Mega lecker. Einfach zum Umrühren und dann löffeln. Mega. Ja, und die Kinder frühstücken das ab und zu dann halt gerne. Und der Papi. Und ja. Nach so viel Essen brauchen wir auch ein bisschen Waschpapier. Waschpapier. Das braucht jeder. Und natürlich auch Küchenpapier. Ne? Braucht jeder Haushalt. Genau. Dann hat der Papa einmal Basilikum mitgenommen. Warum? Fürs Rezept und auch fürs Rezept, fürs Rezept und auch für den Garten einzupflanzen. Moment, weil fürs Rezept brauchen wir jetzt Luftgetrocknete. Hast du Luftgetrocknete gekauft? Ja, Luftgetrocknete. Okay. Sonst Kopf ab. Ich liebe den Geruch von Basilikum. Schlagobers, der Baba hat großes vor. Achso, das ist fürs Eis, oder? Fürs Eis, ja. Fürs Eis. Dann habe ich hier so eine Leberstreichwurst genommen. Haben wir schon länger nicht gekauft und die Kinder haben danach gefragt. Dann Haribo hat die Luisa ausgesucht. Ja, das ist von Luisa hier mit in die Tüte gegangen. Und auch diese Pastas, die hat auch die Luisa ausgesucht. Das sind nämlich mit Disney-Prinzessinnen. Ja. Dieser Mann macht nur Quatsch. Gurke. Dann zwei Gurken. Warum hast du Gurken gekauft? So viel? Was hast du geplant? Gurkenparty. Das lassen wir unkommentiert. Alles klar, Gurkenparty. Ein Deo für die Mama. Ich mag dieses Nivea-Deo total gerne. Deswegen nehme ich das immer. Gurkenparty. Dann Zwiebeln. Genau, einmal rot, einmal blond. Gelb, blond. Teures Apfel. Dann haben wir Äpfel gekauft. Äpfel mache ich gerne auch in die Lunchboxen, aber auch so die Kinder essen total gerne Äpfel, vor allem die Lara. Und auch für meinen Brokkolisalat aus dem Thermomix, dieser bekannte Brokkolisalat. Ich sag's euch, der schmeckt so gut. Also für Leute, die den Brokkolisalat, also Brokkoli nicht so gerne mögen, probiert mal den Brokkolisalat aus dem Thermomix. Das ist wirklich mega lecker. Also ich hasse Brokkoli generell. Aber ich glaube, du magst nur keinen gekochten Brokkoli, aber der rohe aber Brokkoli. Der war wirklich gut. Also der war so gut. Ich habe Nachschub verlangt. Aha. Hat der Papa Erdbeeren gekauft für seine Kinder. Weißt du, was ich nur nicht verstehe, warum sie da auf den Erdbeeren die Eiskönigin ständig drauf machen? Seht ihr das? Meine, die Kinder das werden und dann sagen, ja Mama, ich will die Eiskönigin. Ich will Eiskönigin. Da steht Disney-Küche. Ja, Disney verkauft auch an alles seinen Namen, oder? Ah, Wahnsinn. Ich möchte Disney-Erdbeeren essen. Please, please. Wow. Dann haben wir Snackbrücken gekauft für Kindergartenjause. Für das, wenn wir zum Beispiel einen Ausflug machen oder am Fernsehen. Wer ist next so? Ich mit Salz. Ah ja, aber ist auf die Kinder schieben. Dann habe ich auch Pinienkerne gekauft, weil für diesen Brokkoli-Rezept Thermomix-Salat braucht man Pinienkerne und das ist verkehrt. Auf jeden Fall, ja, Pinienkerne waren letztes Mal leer. Dann haben wir auch Eier gekauft, weil wir jetzt so viele Backsachen machen. Der Bauer macht die Torte und dann haben wir keine Eier mehr. Von unseren Hühnern, deswegen haben wir da muss ich ein bisschen mit den Hühnern reden. Ja, das ist ein bisschen angasen, gell? Jawohl, sonst. Dann habe ich auch Kurkuma gekauft. Also das Gewürz zum... Ich brauche das für ein Rezept. Dann haben wir auch Basilikum getrocknet gekauft. Brauche ich auch für ein Rezept. Was ist das? Petersilie. Petersilie für auch ein Rezept. Ja, wir haben ganz, ganz, ganz Zucchini, gut... Zucchini, ein Kilogramm auch für zwei Rezepten. Ja, genau, stimmt. Wir machen so gefüllte Zucchinis. Mit zwei Tomatenreis und der, beim anderen war das so dabei, gell? Zucchini. Mhm. Da haben wir zum Beispiel Tiger Cheese. Cheese Tiger. Das hat mit Sticker. Ja! Die Luisa hat sich das ausgesucht. Wollte sie nämlich für den Kindergarten haben. Dann habe ich für den Pief, der ein bisschen krank ist und nicht so viel was essen will, habe ich so einen Ziegenmilchjoghurt gekauft. Ich habe auch vom Tierarzt die Empfehlung bekommen, dass ich auch den Welpen Ziegenmilchjoghurt geben kann, wenn sie dann zum Essen beginnen. Wir haben ja Welpen, wenn das jemand weiß oder nicht. Ja, und die werden jetzt in einer Woche schon langsam zum Essen beginnen, deswegen habe ich schon mal einen gekauft, um ein bisschen zu kosten, für die Babys halt. Und für den Beef. Dann Tomatenmark haben wir eigentlich zwei davon gekauft. Ah ja, und dann habe ich mir das auch gekauft. Also ich habe ja vorhin gezeigt, das sind so Erbsen in der Dose, nur kleine Erbsen. Und diese sind gemischt mit Karotten.
Und ich sag's euch, das schmeckt so lecker, wenn man das nimmt, dann tut man ein bisschen Salatcreme rein, also so Mayonnaise, aber so, es ist nicht so eine fette Mayonnaise, sondern Salatcreme. Und dann so Salatkräuter dazu, mega, mega lecker. Salatkräuter habe ich auch gekauft, weil immer wenn ich so einen Salat mache, also wenn wir Salat machen, dann mache ich dann Salatkräuter rein, Salz und dann immer Essigöl. Das ist unser Lieblingsdressing. Ja. Auch nichts essen? Ja. Wir haben auch Duplo gekauft, beziehungsweise der Papa, der braucht das nämlich für den Muttertagskuchen. Genau. Den Kindern haben wir auch so Dreh und Drink mitgenommen, beziehungsweise die Luisa hat sich das ausgesucht. Für Muttertag? Jawohl. Machen wir einen Ausflug? Wahrscheinlich, wenn das Wetter. Ich habe gehört, das soll so Windböen. Dann haben wir auch Duschgel gekauft für den Patrick. Einmal Axe Afrika. Axe? Wie spricht man das aus? Axe. Okay. Axe. Dann Black, einmal Afrika, einmal Black und einmal Dark Schokolade. Temptation steht da. Temptation. Aber die riechen alle sehr gut. Oh, Wahnsinn. Super männlich. Also ich weiß nicht. Was nicht? Ich bin ja mehr mit weiblich. Genau. Geil Seifen. What? Ja. Geil Seifen? Nicht geil, geil. Geil. Ich dachte, das heißt Geil Seife, aber das heißt Geil Seife. Der Papa verwendet total gerne so, die kann man beim DM kaufen, so festes Shampoo oder auch für den Körper. Und genau, die verwendet also er halt, genau. Und die verwendet der Papa halt gerne. Also, er ist unser Naturjunge hier. Geil sein, oder wie? Ja, geil sein. Wie lustig geil ist es, wenn man jemanden im Haus hat, der mal so Sprachfehler hat? Immer über ihn gelacht wird. Stimmt gar nicht, wir lachen mit dir. Über die Schwachen. Da, wie ihr sehen könnt, haben wir hier Mehl, 4 Kilo. Wir machen Mehlparty. Wir machen Gurkenparty, wir machen Mehlparty. Wenn wir Gurkenparty machen, dann schmieren wir alle mit Mehl. Lauterparty ist hier bei uns. Das ist wegen Corona, weil es Mehl und Klopapier gekauft. Und Gurken. Und Gurken. Und dass wir nicht mehr wissen, was wir machen. Oder gemacht haben, haben wir uns Wein gekauft. Na, genau. Spaß. Einmal Weißwein von Flick Flack. Limitation. Entschuldigung, ist ich kann nicht reden. Wurscht. Limitation. Der Papa ist so ein, der redet das Englische wie es Limitation. Ja, aber das ist lustig. Ja, wie halt, ich weiß nicht, wie ein alter Mann. Wie ein Ausländer. Wie ein Bauer. Wie ein Ausländer. Ja, ist okay. Ich bin auch Ausländer. Nein, auf jeden Fall haben wir hier den Rotwein für zum Kochen. Nein, nochmal. Also, wir haben auf jeden Fall hier die Weine fürs Kochen gekauft, weil wir trinken ja kein Alkohol. Hat sich so mit den Jahren ergeben. Der Papa hat das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr getrunken und ich habe gestillt voll viele Jahre und war schwanger immer wieder. Deswegen ja, habe ich dann auch irgendwie. Hat sich so entwickelt, dass wir no Alkohol. Genau. Deswegen aber trotzdem diesen Alkohol gekauft zum Kochen. Einmal gibst du trinkst das in der Nacht. Ja, okay, Entschuldigung. Zucker. Zucchero. Zweimal, okay. Ja, ja, Papa kauft gerne auf Vorrat, er ist unser kleiner Hamster hier im Haus. Die Luisa hat diesen Tomatenkübel mitgenommen. Wir haben eh schon so viele Tomaten, aber sie hat gesagt, sie will unbedingt diese Tomaten, weil sie möchte sie im Kindergarten essen. Und da bin ich mal gespannt, ja? Und Gouda haben wir auch gekauft, diese hier. Für eine Gaudi. Letzte Tüte, letzte Runde. Letzte Runde, wer noch einmal einsteigen will, let's go. So, einmal Riffelchips. Die Luisa hat sie sogar reingeschmissen, aber die sind wirklich sehr lecker. Die mit Salz. Ja. Dann hat sie sich auch diese Chips mitgenommen, diese Pombeeren. Dann diese Chips. Die Babybrezeln. Babybrezeln. Die mache ich gerne in die Lunchbox rein. So zum Beispiel zu einer Salamistange mache ich so ein paar Babybrezeln dazu. Aber auch die Milchmäuse. Schulmaus jetzt. Ah, Schulmaus. Milchmaus. Ja, was ist das Milchmaus? Von wo haben wir das? Das ist diese Schokobon-Fake-Milchmaus. Das ist doch Schokobon, das sind so kleine Mäuse verstehst mit Schokolade. Verstehst du Schokobon? Ah, ich verstehe. Ja, du reagierst nicht, du schaust so. Ich denke mal, wieso sag ich... Weil eine Maus ist und du verwechselst einfach alles. Okay. Ich bin froh, dass er noch nach Hause findet, manchmal, wirklich. Ja, Schulmäuse für die Lunchboxen. Was heißt Schulmaus? Habe ich doch gesagt. Achso, da war ja richtig. Dann hat sich der Papa dieses Kokos-Kekschen da mitgenommen, keine Ahnung. Ich liebe Kokos. Schön. Ich liebe Kokos. Ich dachte, du liebst mich. Das ist dein Spruch, oder? Ja, aber die Kokos auch. Tomatenmark habe ich schon gezeigt. Und Brot. Einmal ein Toskana-Brot und dann einmal ein Jumbo-Sandwich. Boah, das ist aber schon ein bisschen eingedrückt, ne? Was ist damit passiert? Warte, was ist das? Wirklich? Das ist von... Was
du mit diesem Brot? Ja, die Kollegen von Hofer beim Fließband, beim Scannen. Die Kollegen. Die Kollegen beim Hofer. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit unserem. Haben alles? Ja, alles gedeckt. Wie ihr seht, so ein Einkauf von 320 Euro circa. Genau, wir sind jetzt fertig. Und wir haben echt gut für die Woche eingekauft, muss man wirklich sagen. Wir haben genau. Viele, viele frische Sachen und wir haben für alles ein Rezept quasi. Also die ganze Woche haben das wir das heißt, da hinten steckt eine Schema, oder? Was? Eine Strategie. Was denn jetzt? Und das, was wir jetzt gekauft haben. Ja, nein, weil manchmal gehen wir planlos ich einkaufen. Ich will da was reden. Ja. Manchmal gehen wir planlos einkaufen und dann kaufen wir wirklich so viel Süßigkeiten. Ja, dieser. Das ist sie. Ja, ich muss es zugeben. Na gut, mein Lieben, ich hoffe, der Futter hat euch gefallen. Und hat euch gefallen oder nicht? So, meine Lieben, ich hoffe, der Food Haul hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Definitiv. Und ja, schreibt wie immer sehr, sehr gerne, wo geht ihr am liebsten einkaufen und wie viel gebt ihr denn so im Schnitt für die Woche aus? Kennt ihr den Wieselburger 0% Alkohol? Und kennt ihr den Spar? Gibt es den Spar in Deutschland? Schreibt es unten in die Kommentare. Genau. Na gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye!